Kontrollpunkt. Verreck halt nicht vom Harpunen. Damage. Willst du mich verarschen eigentlich? Verreck doch mal. Da hast du deine Waffen schon hochgelevelt und trotzdem schlucken die Viecher noch. Das ändert sich überhaupt nichts. Kann ich die eigentlich messern oder so? Nö. Okay. Nein. Verpiss dich. Digga. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ich hau jetzt bloß nur mit der Shotgun drauf, ist mir scheißegal. Ah, gibt eh nix, Drecksvieh. So, da haben wir wieder ein Rad zum Drehen. Okay, mal gucken, was wir damit erreichen. Sieber Overflow Area. Okay. Damit lassen wir den ganzen Sif hier ab. Ach Leute, langsam wird es zwar echt lächerlich. Eigentlich nur die Waffe wegstecken. Ich sag ja, langsam wird's lächerlich. Gut, sonst noch irgendjemand Fragen, Anträge? Da unten sehe ich schon wieder ein Stolperdraht. Oder? Keine Ahnung, was das für ein Viech war. Ich habe keinen Bock, dass es mir irgendwas macht. Ach so, hier ist es vergittert. Okay, Munition.
Das sieht mir... Okay, wir kriegen Munition. Wir kriegen eine Spritze. Wir haben hier unten einen großen Raum. Es ist hundertprozentig wieder ein Bosskampf. Das kann ich jetzt schon predikten. Das kann ich jetzt schon 100% safe predikten, dass es da unten einen Bosskampf gibt. Reserve 1. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Soll ich den benutzen? Ich weiß es nicht. Ich benutze einfach mal die Spritze. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, den Bosskampf mache ich noch und dann ist gut, weil ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz ich auf der Platte frei habe. So, und hier ist natürlich jetzt niemand mehr. Die Tür steht durchgehend offen. Das ist sehr schön. Dann können wir hier einfach durchrushen, nämlich. Wir kriegen nochmal Gel. Okay, cool. Cool, cool. Dann können wir gleich mal ein paar Sachen leveln. Obwohl, wir wollten ja auf die maximale Health sparen, ne? 25.000. Maximale Health, Spritzenwirkung 30.000. Ich weiß nicht, irgendwie will ich Qualenbolzen leveln, dass wir mehr mitnehmen können. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwas leveln können für den Boss da unten. Also es ist auf jeden Fall ein Boss. Das ist so mega offensichtlich. Okay. Wir nehmen an, dass der Speicherstand überschrieben wird. Und dann gehen wir mal nach draußen und werden uns jetzt wieder schön auseinander rapen lassen. Okay, da ist ein Generator. Hier ist eine Schaltplatte. Das ist im Arsch. Aber wir haben ja Sachen eingesammelt. Die Tür hier ist zu. Und hier hinten haben wir noch was eingesammelt. Okay. Das müsste jetzt das dritte sein. Also irgendwas wird hier gleich passieren. Auf jeden Fall. Das können wir jetzt schon mal uns drauf einstellen. Okay. Wir haben hier... Kann ich die Maus benutzen? Nö. Wir haben Lift. Ah, da an der Seite können wir die Sicherung auswählen. Wir haben Lift, Supply und Aux. Ich würde ganz gerne alles mal triggern. Okay. Wir nehmen das da. Und setzen es mal hier ein. Kann man das drehen zufällig? Nee, ne? So, der Lift ist aktiv. Ja, man muss das doch drehen können. Ach so.
Schön. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Weiß ich nicht. Ich hab's gewusst. Aua. Okay, 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 okay. Alles klar. Du willst hier richtig krass einen auf Macker machen, ne? Ja, dir will ich's zeigen, dir will ich's geben, du Freundchen, du. Ja, ja, ja. Du kannst mich gleich wieder zu Beginn schon hitten, natürlich. Natürlich, du kannst wieder alles, ne, du allmächtiges Drecksvieh. Ich kann wieder gar nichts, nicht mal weglaufen. Revolver-Muni. Okay, man darf die Drecks... Ich muss die Drecksviecher abschießen. Gleich mal eine Spritze reinhauen. Ja. Bist du, du Drecksack? War vielleicht ein Fehler, die Munition aufzuheben. Lauf weg! Reg mich nicht auf. Ich bin ganz ruhig. Ja, du kleiner Haufen Scheiße. Nein! Verdammt. Natürlich, natürlich. Wenn die Viecher mal in der Luft sind, kann man ihnen nicht ausweichen, ne? Bist du, du kleiner dreckiger Stricher, du. Nein, ich habe zu viel gemacht. Ich wollte nur einen machen. Natürlich, natürlich.
So. Nur, dass das mal klargestellt ist hier. Ja? Genau gewusst, dass sowas kommt. Hier unten so eine Arena. Oben noch schön Munition, Safe Room und alles. Ja, ist ja klar, dass da irgendwas hintersteckt. So, 10.000, das will ich aber auch meinen. Wie viel haben wir? 21.000. Na, ganz knapp. Da könnten wir hoch zum Safe Room gehen und uns die Ding holen. Meine Festplatte läuft, glaube ich, bald voll. Ich muss, glaube ich, bald, Schluss machen. Komme ich denn jetzt hier raus? Geht doch. So, an das Ding jetzt. So, ein Supply hier zu aktivieren, das war sehr gut. Ist auch voll nachgeladen. Ach, das war eine Kabeltrommel. Ansonsten ist hier nichts. Hier hinten war der AUX. Okay, das hat sich auch gelohnt. Eine heilige Maria Mutter Gottes haben wir hier auch wieder. Sehr gut, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe in den Safe Room. Ich hoffe, ich komme da überhaupt noch rein jetzt. Okay, gut, ja, ich komme da noch rein. Ich mache nämlich jetzt eine Aufnahmepause, denn ich habe das Gefühl, dass mir die Festplatte gleich voll läuft. Und dass dann vielleicht irgendwas mit der Aufnahme ist. Es wäre schade, wenn jetzt die 3 Stunden hier im Arsch wären. Bin nämlich bei knapp 700 GB. Das ist das Schöne am DxTory Overlay. Man sieht ganz genau, wie groß das die Datei ist, wie lang das die Datei geht, wie viel Bitrate das er aufnimmt. Ist super, kann ich Ihnen nur empfehlen, das Programm. So, wir speichern den Spielstand. Und ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Dabeisein. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.